Kurz hinter dieser Hütte hier. Es ist und kalt und wie ihr seht, ist hier in Erwald schon Winter. Ja, ein paar abschließende Worte, denn das ist jetzt der letzte Morgen hier in Erwald. Es geht jetzt zu Ende. Und ja, ich war jetzt insgesamt einen Monat hier. War richtig geil. Ja, und in so einem Monat lernt man halt so einen Ort, wo man eigentlich immer hingeht, ziemlich neu kennen. Ja, viele neue Orte gesehen, viele neue Wanderungen gemacht und fototechnisch gesehen viele neue Fotospots entdeckt. Naja, für die Fotografie ist so ein längerer Aufenthalt immer sehr gut. So kann man dann Spots finden, die sich merken und dann zu einer anderen Tageszeit oder zu einem anderen Tag mit einem anderen Wetter nochmal zurück und dann hoffentlich ein besseres Bild machen als beim ersten Mal. Ja, und insgesamt war ich jetzt 2 Monate unterwegs. Checkt einfach mal die Videos, die vor diesem hier kam. Ich war jetzt in der Schweiz unterwegs, in Südtirol und jetzt hier in Österreich, Deutschland. Und naja, voll geil. Naja, und dann fragt man sich natürlich, wie kommt's, dass ich jetzt so viel Zeit habe? Und da gibt es eigentlich eine ganz normale, einfache Antwort. Ich stehe zwischen 2 Jobs sozusagen und ich habe mir halt eine Auszeit genommen und einfach mal diese Fotoreise gemacht von 2 Monaten. Aber die ist jetzt auch vorbei. Jetzt geht's nach Hause und dann genießen wir erstmal die Weihnachtszeit und nächstes Jahr geht's dann wieder mit dem normalen Leben los. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt einfach mal, wie gesagt, die anderen Videos. Ziemlich viele. Ich habe meinen Stil ein bisschen gegenüber den Videos von Guatemala ein bisschen geändert. Mal sehen, wie das rüberkommt. Aber gut. Ich verabschiede mich jetzt aber wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das Video geht aber jetzt erst los. Also nicht wegschalten. Aber es stimmt schon, was ich gesagt habe. Das ist das Ende meiner Alpenreise im Herbst 2019. Hab gar nicht mal so viele Orte besucht, sondern hab eher das Leben genossen, bin viel gewandert und hab natürlich fotografiert. In dieser absolut letzten Woche waren auch meine Eltern mit am Start und denen habe ich meine Entdeckungen in Erwald gezeigt. Wir alle sind erstaunt, dass wir die Zugspitzregion so oft schon besucht haben und trotzdem sehr vieles nie gesehen hatten. So haben wir tatsächlich in Erwald selbst einige neue Wanderungen gemacht und den Ort sozusagen neu kennengelernt. Schloss Neuschwanstein kennen wir ja eigentlich in- und auswendig. So glaubten wir. Ja.
Es gibt unzählige Wege zum Ziel, aber auch vom Ziel weg. Bevor man aber sich das Schloss vornimmt, kann man an einigen Stellen stehen und das wunderschöne Panorama genießen. Und wer will, der kann auch noch ein Foto machen. Ein Weg zum Ziel, also Schloss Neuschwanstein, ist die Pöllertschlucht hochzuwandern. Als wir dann kurz vor Sonnenuntergang am Alpsee standen, naja, guckt einfach selbst, was passiert ist. Boah, einfach nur geil. Die Zugspitzregion glänzt leider nicht mit epischen Sonnenaufgängen. Vielmehr kann man hier tolle Sonnenuntergänge erleben. Ich sage leider, weil ich es morgens schöner finde. Früh morgens
wenn die Natur erwacht, die Kälte, die Feuchtigkeit kristallisiert und die ersten Strahlen der Sonne den Himmel bunt einfärbt. Ein Moment, den die Menschheit Tag für Tag verpasst. Patnachklamm. Das ist die spektakuläre Schlucht in Garmisch-Partenkirchen. Da war ich vor einiger Zeit mit meiner Kamera unterwegs und habe 5 Stunden dort verbracht. Wie geht sowas? Ich glaube, Bilder sagen mehr als Worte. Schaut her. Jetzt ein weiterer Sonnenuntergang in Erwald. Vor einigen Wochen stand ich ungefähr an derselben Stelle. Es ist ein herrlicher Spot. Von hier aus kann man das komplette Erwalder Tal sehen und im Hintergrund ragt die Mieminger Kette mit der Sonnenspitze raus. Perfekt für ein normales Foto. Und ein Panorama. Am nächsten Morgen habe ich mich wieder für die Kellenspitze links und die Gehrenspitze rechts entschieden. Diesmal aber an einem anderen Ort und mit einer anderen Komposition. Es ist auch weitaus weniger idyllisch hier. Schloss Linderhof. Auch hier war ich schon vor einigen Tagen und auch dieses Ziel ist ein Steinwurf entfernt von Erwald. Auch dieses Ausflugsziel ist absolut spektakulär, aber tatsächlich eher innen als außen. Das haben wir diesmal für uns entdeckt.
Der vorletzte Tag ist angebrochen und wie ihr seht, hat sich die Landschaft verändert. Über Nacht hat es heftig geschneit und jetzt sind nicht nur die Bergspitzen weiß, sondern naja, alles. Ich habe diese zwei letzten Tage fotografisch, so gut es ging, ausgenutzt. Ich finde, Schnee und Fotografie ist eine geniale Kombination. So, und am allerletzten Tag bin ich nochmal früh morgens rausgegangen, um diese Reise mit Fotografie zu beenden. Und es hat sich gelohnt.